Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden sprechen, beschreiben, berichten, beraten, diskutieren fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, meşli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz. İlk fiilimiz sprechen, konuşmak. Sprechen düzensiz bir fiildir. Präsens, ich spreche, ben konuşuyorum. Ich spreche, ich spreche. Präteritum, ich sprach, ben konuşuyordum, konuştum. Ich sprach, ich sprach. Perfekt, ich habe gesprochen, ben konuştum. Ich habe gesprochen, ich habe gesprochen. Tekrar edelim, ich spreche, ich spreche, ich sprach, ich sprach, ich habe gesprochen. Ich habe gesprochen. Futur 1. Ich werde sprechen. Ben konuşacağım. Ich werde sprechen. Ich werde sprechen. Futur 2. Ich werde gesprochen haben. Ben konuşmuş olacağım. Ich werde gesprochen haben. Ich werde gesprochen haben. Plusquamperfekt, ich hatte gesprochen, ben konuşmuştum. Ich hatte gesprochen, ich hatte gesprochen. Tekrar edelim, ich werde sprechen, ich werde sprechen, ich werde gesprochen haben, ich werde gesprochen haben. Ich hatte gesprochen, ich hatte gesprochen. Örnek cümlemize geçelim. Ich spreche mit meiner Familie über unseren Urlaub in der Türkei. Ailemle Türkiye tatilimiz hakkında konuşuyorum. Tekrar edelim. Ich spreche mit meiner Familie über unseren Urlaub in der Türkei. Ich spreche mit meiner Familie über unseren Urlaub in der Türkei. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Vor einem Jahr sprach ich kaum Deutsch. Bir sene önce neredeyse hiç Almanca konuşmuyordum. Tekrar edelim. Vor einem Jahr sprach ich kaum Deutsch. Vor einem Jahr sprach ich kaum Deutsch. Diğer bir fiilimiz beschreiben, tanımlamak, tasvir etmek, tarif etmek anlamına geliyor. Beschreiben de yine düzensiz bir fiildir. Präsens, ich beschreibe, ben tarif ediyorum. Ich beschreibe, ich beschreibe. Präteritum, ich beschrieb. Ben tarif ediyordum, tarif ettim. Ich beschrieb. Ich
beschrieb. Perfekt. Ich habe beschrieben. Ben tarif ettim. Ich habe beschrieben. Ich habe beschrieben. Tekrar edelim. Ich beschreibe. Ich beschreibe. Ich beschrieb. Ich beschrieb. Ich habe beschrieben. Ich habe beschrieben. Futur bir. Ich werde beschreiben. Ben tarif edeceğim. Ich werde beschreiben. Ich werde beschreiben. Futur iki. Ich werde beschrieben haben. Ben tarif etmiş olacağım. Ich werde beschrieben haben. Ich werde beschrieben haben. Plusquamperfekt. Ich hatte beschrieben. Ben tarif etmiştim. Ich hatte beschrieben. Ich hatte beschrieben. Tekrar edelim. Ich werde beschreiben. Ich werde beschreiben. Ich werde beschrieben haben. Ich werde beschrieben haben. Ich hatte beschrieben. Ich hatte beschrieben. Örnek cümlemize geçelim. Ich beschreibe den Touristen den Weg zum Galataturm. Turistlere Galata Kulesi'nin yolunu tarif ediyorum. Tekrar edelim. Ich beschreibe den Touristen den Weg zum Galataturm. Ich beschreibe den Touristen den Weg zum Galataturm. Wir beschreiben dem Handwerker, wie wir unser neues Badezimmer einrichten wollen. Ustaya yeni banyomuzu nasıl kurmak istediğimizi tarif ediyoruz. Tekrar edelim. Wir beschreiben dem Handwerker, wie wir unser neues Badezimmer einrichten wollen. Wir beschreiben dem Handwerker, wie wir unser neues Badezimmer einrichten wollen. Diğer bir fiilimiz berichten. Anlatmak, bildirmek, haber vermek, rapor vermek anlamına geliyor. Präsenz, ich berichte. Ben bildiriyorum. Ich berichte. Ich berichte. Präteritum, ich berichtete. Ben bildiriyordum, bildirdim. Ich berichtete. Ich berichtete. Perfekt. Ich habe berichtet. Ben bildirdim. Ich habe berichtet. Ich habe berichtet. Tekrar edelim. Ich berichte. Ich berichte. Ich berichtete. Ich berichtete. Ich habe berichtet. Ich habe berichtet. Futur bir. Ich werde berichten. Ben bildireceğim. Ich werde berichten. Ich werde berichten. Futur iki. Ich werde berichtet haben. Ben bildirmiş olacağım. Ich werde berichtet haben. Ich werde berichtet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte berichtet. Ben bildirmiştim. Ich hatte berichtet. Ich hatte berichtet. Tekrar edelim. Ich werde berichten. Ich werde berichten. Ich werde berichtet haben. Ich werde berichtet haben. Ich hatte berichtet. Ich
hatte berichtet. Örnek cümlemize geçelim. Er berichtete über seine Erfahrungen, die er im Ausland gemacht hatte. Yurt dışında edinmiş olduğu deneyimlerinden anlattı. Tekrar edelim. Er berichtete über seine Erfahrungen, die er im Ausland gemacht hatte. Er berichtete über seine Erfahrungen, die er im Ausland gemacht hatte. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Sie berichteten dem Chef ausführlich über das Thema. Konuyla ilgili patrona ayrıntılı bir rapor verdiler. Tekrar edelim. Sie berichteten dem Chef ausführlich über das Thema. Sie berichteten dem Chef ausführlich über das Thema. Diğer bir fiilimiz beraten. Bilgi vermek, bilgilendirmek anlamına geliyor. Beraten düzensiz bir fiildir. Präsens, ich berate. Ben bilgilendiriyorum. Ich berate. Ich berate. Präteritum, ich beriet. Ben bilgilendiriyordum, bilgilendirdim. Ich beriet. Ich beriet. Perfekt. Ich habe beraten. Ben bilgilendirdim. Ich habe beraten. Ich habe beraten. Tekrar edelim. Ich berate. Ich berate. Ich beriet. Ich beriet. Ich habe beraten. Ich habe beraten. Futur bir, ich werde beraten. Ben bilgilendireceğim. Ich werde beraten. Ich werde beraten. Futur iki, ich werde beraten haben. Ben bilgilendirmiş olacağım. Ich werde beraten haben. Ich werde beraten haben. Plusquamperfekt, ich hatte beraten. Ben bilgilendirmiştim. Ich hatte beraten. Ich hatte beraten. Tekrar edelim. Ich werde beraten. Ich werde beraten. Ich werde beraten haben. Ich werde beraten haben. Ich hatte beraten. Ich hatte beraten. İlk örnek cümlemize geçelim. Der Arzt beriet seine Patienten über die verschiedenen Impfstoffe. Doktor hastalarına çeşitli aşılar hakkında bilgi verdi. Tekrar edelim. Der Arzt beriet seine Patienten über die verschiedenen Impfstoffe. Der Arzt beriet seine Patienten über die verschiedenen Impfstoffe. İkinci örnek cümlemize geçelim. Der Verkäufer hat den Kunden über die neuesten Waschmaschinen beraten. Satıcı, müşteriye en yeni çamaşır makineleriyle ilgili bilgi verdi. Tekrar edelim. Der Verkäufer hat den Kunden über die neuesten Waschmaschinen beraten. Der Verkäufer hat den Kunden über die neuesten Waschmaschinen beraten. Diğer bir fiilimiz diskutieren. Bir konu hakkında tartışmak. Präsens, ich diskutiere. Ben tartışıyorum. Ich diskutiere. Ich diskutiere. Präteritum, ich diskutierte. Ben tartışıyordum, tartıştım. Ich
diskutierte. Ich diskutierte. Perfekt. Ich habe diskutiert. Ben tartıştım. Ich habe diskutiert. Ich habe diskutiert. Tekrar edelim. Ich diskutiere. Ich diskutiere. Ich diskutierte. Ich diskutierte. Ich habe diskutiert. Ich habe diskutiert. Futur bir. Ich werde diskutieren. Ben tartışacağım. Ich werde diskutieren. Ich werde diskutieren. Futur iki. Ich werde diskutiert haben. Ben tartışmış olacağım. Ich werde diskutiert haben. Ich werde diskutiert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte diskutiert. Ben tartışmıştım. Ich hatte diskutiert. Ich hatte diskutiert. Tekrar edelim. Ich werde diskutieren. Ich werde diskutieren. Ich werde diskutiert haben. Ich werde diskutiert haben. Ich hatte diskutiert. Ich hatte diskutiert. Örnek cümlemize geçelim. Ich diskutiere mit meiner Mutter über das Problem. Annemle bu sorun hakkında tartışıyorum. Tekrar edelim. Ich diskutiere mit meiner Mutter über das Problem. Ich diskutiere mit meiner Mutter über das Problem. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Die Wissenschaftler diskutieren über das Verschwinden der Dinosaurier. Bilim insanları dinozorların yok oluşuyla ilgili tartışıyorlar. Tekrar edelim. Die Wissenschaftler diskutieren über das Verschwinden der Dinosaurier. Die Wissenschaftler diskutieren über das Verschwinden der Dinosaurier. Bu dersimizde sprechen, beschreiben, berichten, beraten, diskutieren fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.